Reden wir doch über eine indische Produktion, die ursprünglich ein einzelner längerer Film sein sollte, bis Netflix meinte, nein, daraus machen wir eine dreiteilige Miniserie. Und damit geht es hier jetzt um Ghoul. Nida Rahim ist regimetreu und dafür auch bereit, geliebte Menschen ans Messer zu liefern. Als sie eines Tages befördert und als Vernehmerin in eine neue Militäreinrichtung versetzt wird, trifft sie auf eine Reihe politischer Häftlinge und linientreuer Wärter. Doch es ist der Terrorist Ali Zahid Al-Jakoub, dessen Ankunft alle in Angst und Schrecken versetzt. Denn während sein Ruf ihm vorauseilt, scheint es vor allem etwas Unmenschliches zu sein, das ihm innewohnt. Aber das wird Nida noch früh genug erfahren. Ghoul hat also drei Episoden als Miniserie konzipiert, die zwischen 44 und 49 Minuten lang sind, hat eine Netflix-Altersempfehlung von 16 Jahren und ist seit dem 24. August eben auf dem Streaming-Portal anschaubar als Netflix Original. Ist eine Serie, die sich irgendwo zwischen Fantasy, Horror und Drama widerspiegelt, in einer dystopischen Gesellschaft, also in einer anderen Gesellschaftsordnung, wo alles sehr überwacht wird und politische Häftlinge eingekerkert werden und mittendrin eben Nida Rahim, die auf der einen Seite, und hier ist die Schauspielerin hervorzuheben, Radhika Apte, die schon ihre dritte Netflix-Produktion 2018 abliefert, immer so weit sich auch zurückhält, dass sie hier und da Beobachter wird und die Rolle des Zuschauers einnimmt, aber auch immer wieder so in den Vordergrund gelangt, weil sie auf der einen Seite einen moralischen Kompass durch Figuren der Familie, die hier auftauchen, etwas daherbestimmt bekommt, aber auch durch diesen militärischen Druck und Drill, aber auch den Häftling, wo sie das Gespür hat, da steckt einfach mehr dahinter, in ein Szenario reingeworfen wird. Und da bleibt die Serie in den ersten anderthalb Folgen, fast bis zum Ende der zweiten Folge, mehr auf Drama gesetzt, was die Stimmung angeht und mit leichtem Fantasy-Faktor oder mag ich das, und dann kippt sie dann sehr Richtung doch Standard-Horror, der nicht wirklich originell ist, was ich so ein bisschen schade finde, und so verliert vor allem die Serie in der ganzen dritten Episode für mich eine ganze Menge an Wirkung und Kraft. Hier hätte ich mir einfach mehr von der Stimmung, dem Gefühl, auch der Präsenz, wie zum Beispiel der Figur des Ali Zahid, als er auftaucht, mehr gewünscht. Das hat einfach mehr das Publikum gefüttert in eine Richtung, wo ich dachte, okay, dieser Stil, diese Stimmung, wo geht das hin? Hätte man das dystopische Gesellschaftsbild und noch ein wenig mehr in den Vordergrund gerückt und aufgebaut, glaube ich, dass hier einfach viel Potenzial ist, was liegen gelassen wurde, weil man sich dann doch eher für den Anführungszeichen normalen Horror entschieden hat. Der ist zwar nicht schlecht umgesetzt, aber eben auch nicht besonders gut, und das ist so ein bisschen schade, und deswegen reden wir gleich darüber. Den Cast habe ich hier angerissen, mit der Hauptdarstellerin bin ich so weit d'accord, nur ihre Entscheidungen hier und da, und vor allem wie sie reingeworfen wird, als Figur etabliert, wenn sie bereit ist, geliebte Menschen ans Messer zu liefern, verstehe ich nicht in jedem Punkt. Da hätte ich mir noch 10 Minuten mehr Exposition am Anfang gewünscht, warum sie so ist, wie sie ist, aber ansonsten finde ich die soweit in Ordnung, und die Figuren, die ringsherum herum auftauchen, ist eben der Ali Zahid mit einer starken Aura zu erwähnen. Da gibt es auch einen Folterknecht, der auftaucht, der auch nochmal eine ziemlich heftige Präsenz an den Tag legt. Ansonsten haben wir diese Militärleute, die alle so in bestimmte Facette hineingedrückt sind. Der eine ist ein bisschen zu drüber linientreu, der andere hinterfragt und will Macht ergreifen. Und dann gibt es auch ein paar Figuren, die gar nicht wirklich hätten nötig sein müssen, meiner Meinung nach. Genauso auf Insassenseite wie eben auf militärischer Seite bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was das angeht, aber soweit d'accord, was die wichtigsten Figuren angeht. Beim Technischen, der Kameraarbeit, die ist recht dunkel gehalten, weil der Film, wenn wir über Szenenbild drehen, bis auf den Anfang sehr an diesem Militärkomplex und damit in den Zellenkonstrukten und Büroräumen dort diese Serie stattfindet, dann ein sehr beengtes Gefühl hat und mit reinnehmen soll, auch in eine Welt, wo wir schwer fliehen können, ist es eben eine gute Stimmung, die hier abgebildet wird. Das mochte ich grundsätzlich, und die Kamera hält auch, weil die Filmserie dann auch recht gewaltexzentrisch werden kann, eher tendenziell rauf und wird damit einer FSK 16 Empfehlung hier dann auch eher gerecht. Die Musik ist begleitend und auch nicht immer vorhanden. Sieht man immer wieder bei Netflix-Produktionen, dass man hier auch ein bisschen einspart und manchmal auch ganz ohne Musik arbeitet, die begleitet an dieser Stelle, und die Effekte, die es gibt, ist jetzt nicht besonders originell, kenne ich so aus dem Horrorbereich, sieht man auch immer wieder auf der Leinwand, aber ist stimmig für sich, und das ist erstmal das Wichtigste, ob ich sage, okay, hier in diesem Look, in diesem Stil kann ich damit leben und das funktioniert, muss ich am Ende einfach sagen, wenn man mich fragt, mal kurz zusammengefasst, was mochte ich an Ghoul, dieser dreiteiligen Miniserie? Ich mochte das Setting, die Stimmung, den dystopischen Ansatz, vor allem in den ersten anderthalb Folgen, finde ich, dem Zuschauer gelingt es, dem Zuschauer immer wieder in so einer Ungewissheit zu lassen, wo wird die Reise hingehen, was wird passieren, auch wenn die Serie
Serie Ghoul heißt, weiß man ja nicht, wird man wirklich Dämonisches sehen oder geht es um die Dämonen in uns, geht es um das Böse, geht es um einen gesellschaftlichen Umsturz, der vielleicht stattfinden könnte. Hier hat man eben eine lange Zeit, wo ich zumindest persönlich dachte, okay, wohin werden wir genau hier letztendlich gehen an dieser Stelle? Ich bin mit der Hauptfigur soweit fein, wenn ich ehrlich bin. Und das ist wieder ein Beispiel, und das finde ich gut, dass Netflix es schafft, aufgrund dessen, dass sie auf vielen Gebieten und in vielen Regionen der Welt produzieren und trotzdem weltweit diese Produktion releasen, dem Zuschauer auch in Deutschland mal zugänglich zu machen, wie bei Die Farbe des Geldes, nicht Die Farbe des Haus des Geldes, zum Beispiel spanische Produktionen näher zu bringen, mit Rain mehr in den skandinavischen Bereich zu gehen oder hier mit Ghoul auch mal zu zeigen, was können indische Produktionen fernab von Bollywood. Und das weiß ich sehr zu schätzen für die filmische, kreative oder auch Serien- und dokumentarische Bildung für den Zuschauer letztendlich. Es ist mal ein toller Zugang fernab nur von Hollywood oder europäischen Produktionen oder nur asiatischen Produktionen, diese Mixtur zu haben. Das halte ich grundsätzlich erst einmal für eine schöne Sache an dieser Stelle. Und insgesamt sind bei Ghoul diese drei Episoden dann doch relativ kurz, weil ich, glaube ich, auf eine Gesamtlauflänge von ca. 135 Minuten komme. Was finde ich nicht so gut? Die Stimmung, die einfach gegen Ende der zweiten Folge kippt, macht daraus eine 0815-Produktion so ein wenig. Und das gibt natürlich hohe Abzüge. Das finde ich schade, dass dieser Film leider in einen zu sehr standardisierten Horror dann verfällt. So eine manche Nebenfigur braucht es nicht. Der zieht sich dann kurz mal und wäre nicht nötig gewesen. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass man diesen dystopisch-gesellschaftlichen Ansatz mehr in den Vordergrund gerückt hätte. So wie es in einer Serie wie Handmaid's Tale zum Beispiel darum geht, finde ich das sehr viel cooler. Aber wer Horror-Drama mag und da auch nicht unbedingt das Originellste der Welt braucht, da finde ich das in Ordnung. Für mich bekommt Ghoul 6 von 10 möglichen Punkten als Miniserie. Mal gucken, ob man da weiter produzieren wird oder sagt, was bei Miniserien oft der Fall ist, ist erzählt, ist abgeschlossen, fertig und aus. Wird man dann in Zukunft sehen. Und da bin ich am Ende meiner Review zu Ghoul, die seit dem 24. August auf Netflix anschaubar ist. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme und Serien schauen.